Ernst Bloch zum Begriff des Materialismus. Herr Professor Bloch, Sie rechnen mit Ihrer Philosophie zum Materialismus und Sie haben auch ein Buch geschrieben über Materialismus und sprechen an einer Stelle auch vom neuen Materialismus. Ich habe da ein Zitat gefunden, das ich Ihnen gern vorlesen möchte. Da heißt es: Denn der kühnste Bogen selber ist fällig, der ebenso sachgemäßeste, der gerade qua materialistische Dialektik, der Bogen zwischen Utopie und Materie. Das ist ja nun sehr ungewöhnlich für die Explikation von Materialismus. Und der Utopiebegriff ist ja, wenn man jetzt vom älteren Materialismus ausgeht, sehr ungewöhnlich. Da haben Sie völlig recht. Es fängt auch der Materialismus keineswegs mit Utopie an. Und er hat von seinem ersten Anfang, der mechanisch war, was ich ohne Werturteil sage, auch noch mit Recht sehr vieles behalten, was mit Utopie gar nicht zusammenhängt, sondern mit der Geburtsgeschichte des materiellen Denkens, was mit Aufklärung zusammenhängt. Aufklärung, sagt Kant, ist Ausgang des Menschen als selbstverschuldeter Unmündigkeit. Es steckt also in dem ersten Auftreten von materialistischem Denken steckt eine Pointe, die gerichtet ist gegen Aberglauben, auch obwohl es keineswegs bereits ausgesprochen reflektiert ist, gegen Ideologie, gegen Überschätzung des Geistigen und auch der schön oder schön färbende der Redensarten, die mittels des Geistigen gemacht werden. So beginnt also die Unruhe des Denkens überhaupt bei den Griechen gegen Mythos, mittels eines materialistischen Ansatzes bei den ersten sogenannten vorsokratischen Denkern, die mit Unrecht vorsokratisch heißen, denn sie wussten ja gar nicht, dass sie vor Sokrates gelebt haben, der erst nach ihnen kam. Erfindung der Philosophiehistoriker, nebenbei bemerkt. Aber der erste dieser sogenannten Vorsokratiker, ein Herr namens Thales, der suchte das Wesen der Welt. Genau wie es in den Mythen gesucht wird. Was ist die Essenz des Ganzen? Und sagte, das Wesen der Dinge, das Wesen der Welt ist Wasser. Also, wie Nietzsche darüber höhnt, zum Teil mit Unrecht, man suchte das Wesen der Welt und als man es hatte, war es Wasser. Jedenfalls Wasser ist von Zeus und Olymp oder gar von den großen Mythen in ungebrochenen, der Aufklärung noch fernen Kulturvölkern, also Indien, China und so weiter, ziemlich weit entfernt und sehr nüchtern. Es ist gar kein heilig nüchternes Wasser am Anfang, sondern das nüchterne Wasser, das hier gesetzt ist. Und dieses kleine, unbedeutende, geistig nicht geladene, das ist ein Ton, der durch den alten Materialismus, also den mechanischen, bis ins 18. Jahrhundert oder bis in Anfang des 19. und die Mitte des 19. bei Karl Marx durchgehend lebendig, sozusagen lebendig geblieben ist. Er heißt nicht mechanischer Materialismus, doch in der vorsokratischen Zeit, griechischen Zeit, bei Demokrit etwa, sondern er heißt hylozoistischer Materialismus. Hyle heißt griechisch ursprünglich Holz und Holz steht dann für Stoff. Hyle ist das griechische entsprechende Wort für Materia, das von Mutter kommt, Mater. Und zoistisch, Zoon, Lebewesen, also ein lebendiger Stoff ist das noch. Ich zweifle, ob bei Thales das Wasser, bei Anaximenes die Luft, bei Heraklit das Feuer, bei Empedokles die vier Elemente, ob die nun lebendig sind, besonders lebendig sind. Jedenfalls hat sich so eingebürgert in der Geschichte der Philosophie, man kann es auch weglassen. Es ist die gute, alte, sinnliche, taktil erfassbare Materie, die hier erscheint. Also Wasser, Luft, Feuer und dann die vier Elemente zusammen, Wasser, Luft, Feuer, Erde, die hier die Substanz der Welt ausmachen und sonst nichts. Darin steckt die Aufklärung, darin steckt das Gefährliche dieser Lehren in späterer Zeit. Nicht so bei den Griechen, weil es ja kein Priestertum mehr gab oder kein tonangebendes Priestertum. Da konnten also die sieben Weisen schon, die haben wir am Anfang geliefert, konnten die Philosophen reden und behaupten, was sie wollten. Es steckt aber nun von hier aus noch was anderes darin. Nämlich das Kleinanfangen,
statt des groß, pathetisch und gar transzendenten Anfangens. Es wird etwas tastmäßig, dem Tastsinn naheliegendes als Ursprungsinhalt und als Wesen, als Substanz der Welterscheinungen behauptet. Die Formel, es ist nichts als das, ist auch eine Formel der Aufklärung, indem sie gegen Schwulst geht, gegen Mythos geht, gegen Überschwung des Mythos vor allem gerichtet ist, also etwas Entzauberndes an sich hat. Es steckt etwas Detektivisches auch darin. Die Sache ist ganz einfach zu fassen. Es ist gar nicht Zeus und der Olymp oder gar die Weltseele bei Platon, sondern es ist das Wasser, das Feuer, das es ja allerdings auch in sich hat bei Heraklit, wie der ganze Heraklit, nicht ein einfacher mechanischer Materialist ist, selbstverständlich. Aber jedenfalls etwas in relativ niederen, und das Wort nieder hier als Wertausdruck gebraucht, in relativ niederen Regionen der Welt, das hier als Wesen, als Substanz der Welt ausgegeben wird und die Welt erklären will. Dies Detektivische, das mit der Aufklärung zusammenhängt, ist auch dem dialektischen Materialismus, wie er dann bei Engels und Karl Marx oder Karl Marx und Engels besser gesagt, erscheint, eigentümlich geblieben. Das Detektivische, das Misstrauische, das in all dem steckt, und die möglichst einfache, fassbare und vor allen Dingen welthafte Antwort, ohne Transzendenz. Es ist durchaus immanent, was hier gesprochen wird. Das Feuer ist immanent, die vier Elemente sind immanent. Auch die gesellschaftlichen Vorgänge, die ökonomisch-gesellschaftlichen Vorgänge in dem nicht mehr mechanischen, sondern historisch-dialektischen Materialismus bei Marx und Engels sind doch durchaus immanent. Hier auf Erden quillen unsere Freuden, was der Pantheismus in einer höflichen Form noch versucht hat, nämlich den lieben Gott abzudanken, mittels Spinoza, Natura sive Deus, sagt Spinoza, ist der Satz Natura materialistisch, Deus ist idealistisch. Aber geblieben ist doch, dass man Natura eingefügt hat, sive Deus, also eine ungeheure Blasphemie für die offizielle Religion und die Kirche, aber es steckt doch Deus darin, daher Pantheismus, im Pan ist der Gott. Kurz und gut, hier sind Einheiten, weil man beides Materialismus nennen kann. Ich möchte nun einen Punkt machen, nachdem wir die ganze Zeit über mechanischen Materialismus gesprochen haben, und möchte übergehen, vor einem noch zu bezeichnenden Hintergrund, zu dem historischen dialektischen Materialismus im Marxismus selber. Eine neue Blütezeit des mechanischen Materialismus lange, lange, lange nach der griechischen, die von Thales ausgeht und ganz spät erst endet, Demokrit, Epikur und so weiter, die alle mechanische Materialisten sind, eine Renaissance, eine Reprise dessen, beginnt erstens in der Renaissance und zweitens vor allem im 17., 18. Jahrhundert im mechanischen Materialismus an der Spitze oder an der bezeichnendsten Stelle, Spitze gibt einen Rang an, den ich hier vermeiden möchte, dass er ganz oben wäre. Jedenfalls an der bezeichneten Stelle ist La Maitrie mit einem Titel, der allein schon Bände spricht, L'Homme Machine, der Mensch als Maschine. Die neue Maschinenwelt, die nun gekommen war, mit der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert, dass der Mensch eine zweite Natur geschaffen hat, mit Wasser und mit Kohle wird Dampf erzeugt. Der Dampf wird durch den Kolben und eine Bläuelstange in Bewegung gesetzt. Wir haben also die erste Dampfmaschine, später die erste Lokomotive. Es erscheint eine völlig mechanisch-materielle Welt, die die Welt, gesellschaftliche Welt auch grundlegend verändert hat. Aber von der gesellschaftlichen Welt wird noch kein Wort gesprochen. Das Entscheidende wäre im 18. Jahrhundert bei La Maitrie und bei den französischen Enzyklopädisten und Materialisten, sondern es ist noch der alte mechanische Materialismus gebraucht, nur auch noch mit dem Betonpathos, das in der Antike fehlt in dieser Betonung, gegen die Religion. Also für den Atheismus, ich brauche diese Hypothese nicht, hat ein französischer Naturforscher zu Napoleon dem I. gesagt, der ihn fragte, was er dem lieben Gott denkt, antwortete hier, ich habe diese Hypothese nicht nötig. Es entsteht also die völlige Fassung, Durchführung eines Versuchs,
der Erklärung der Welt aus sich selbst. Ohne einen Gott, der sie geschaffen hat, ohne ein Himmelreich, auf das sich zubewegt, alles dieses fällt weg. Das Letztere wäre ohnehin keine materialistische Erklärung, weil sie final ist, während die materialistische kausal ist. Überwiegend kausal ist, oder fast nur. Kausal ist also diese Pointe gegen die Religion, nicht nur gegen den Mythos und gegen den kirchlich und staatlich akzeptiert gewesenen und gewordenen Theismus. Diese hört auch zum Materialismus, er war in diesem Falle also eine Brechstange der französischen Revolution gegen die gesellschaftlichen Zustände, gegen den Staat und vor allen Dingen gegen die Kirche. Mit der Kirche gegen die Obrigkeit. Die Kirche ist eine transzendent verlegte Obrigkeit. Die Obrigkeit hat ihr Schwert von Gott. Wenn es keinen Gott gibt, dann braucht man keine Theodizee, keine Rechtfertigung Gottes für die vielen Übel, die die Welt hat. Wieder ein französischer Enzyklopädisten-Materialist sagte, die einzig vollkommene Rechtfertigung Gottes ist die, dass er gar nicht existiert. Das war die Theodizee, die ironische Theodizee des französischen Materialismus dazu. Das jedenfalls ist die Wiedergeburt des mechanischen Materialismus, zum Unterschied vom historisch-dialektischen Materialismus, auf den ich jetzt komme. Aber der Hintergrund ist zeitlich ziemlich nah dem historisch-dialektischen Materialismus, denn Lamedry lebt um die Mitte des 18. Jahrhunderts, war ein Gast bei Friedrich II. Von Beuys, auch bei der Katharina, wenn ich mich nicht irre, in Petersburg war eingeladen. Die damalige Oberschicht hat noch sich den Luxus geleistet, diese Leute zu protegieren. Anders dagegen ist es mit dem historisch-dialektischen Materialismus. Marx ging aus von Hegel, ursprünglich, und nicht vom Materialismus, nicht vom Mechanischen. Aber er ging von Hegel aus, um dann, wie er sagte, Hegel von dem Kopf auf die Füße zu stellen. In dieser Umstandpunktung einer Philosophie ist schon Materialismus in der Formulierung. Denn die Füße gehören zum Materialismus, der Kopf gehört zum Idealismus. Also die hegelische Dialektik und die hegelische Philosophie, vor allem aber die hegelische Dialektik, vom Kopf auf die Füße zu stellen, heißt, man lässt sie gehen, man macht sie auch zum Angriff tauglich. Das hat sich Marx früh empfohlen in der hegelischen Philosophie, dass hier die Reihenfolge ist Thesis, Antithese, Synthesis. Der mittlere Teil ist Antithesis. Thesis ist die Setzung, Antithesis ist der Widerspruch dagegen und Synthesis ist die Einheit der Einheit und der Widersprüche. Deutlich wird diese Antithesis in jeder Revolution. Sobald Unzufriedenheit mit der gesetzten Thesis der Verhältnisse auftritt, hat man den zweiten Punkt der Dialektik erreicht, nämlich den Widerspruch. Und zwar a. den subjektiven Widerspruch als Unzufriedenheit und b. den objektiven Widerspruch als die Unzulänglichkeit auf die Dauer von dem alten Zustand. Wenn also Verelendung eintritt, noch lange vor Marx, wie bei den Bauern oder in ganz früher Zeit bei den Sklaven und der Spartakus, entsteht ein subjektiver und zugleich ein objektiver Widerspruch. Das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse laufen nicht mehr so glatt wie in ihren Glückszeiten und ihren Höhepunkten, sondern es zeigt, dass in dem ganzen Gepräge etwas nicht stimmt. Dass etwas objektiv real rebelliert in der Sache. Und dies kommt dem subjektiven Widerspruch der Sklaven in der Spartakuszeit, der revolutionären Bauern in den europäischen Bauernkriegen im 15. und 16. Jahrhundert, und dem revolutionären Proletariat im 19. Jahrhundert sehr gut entgegen. Zwischen beiden also findet ein Bündnis statt. Das erste war dann die Thesis bei Hegel, eine gesetzte Realität, die in sich Widersprüche entwickelt, und zwar diese beiden, einmal den subjektiven Widerspruch freilegt und andererseits den objektiven Widerspruch zum Verbündeten des subjektiven Widerspruchs machen kann. Diese Zeit war eingetreten in der ersten Krise, die der Kapitalismus erfuhr, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dass eine Krise eintrat. Die Krise ist nur ein anderer Ausdruck für das Wort objektiv-realer Widerspruch. Die Sache läuft nicht mehr so glatt. Dies war die Zeit, in der nun Marx von Hegel her zu den
Standort kam. Wir müssen Hegel, vor allen Dingen seine Dialektik, vom Kopf auf die Füße stellen. Dann haben wir die Dialektik, wie später ein liberaler russischer Emigrant in England sagte, Alexander Herzen, ein vorzüglicher Ausdruck, nicht von einem Sozialisten ausgegangen, aber ausreichend. Die Dialektik ist die Algebra der Revolution. So wurde also die hegelische Dialektik, nachdem sie von Marx und Engels vom Kopf auf die Füße gestellt war, die Algebra der Revolution. Der jetzige Zustand nun ist, dass wenn der Widerspruch subjektiv nachgelassen hat, ich sage das als Beispiel, als Exempel, revolutionäre Ständenbewegung, französische Arbeiterbewegung aus den 60er Jahren, Arbeiterrevolte, wollte ich sagen, aus den 60er Jahren, hat nachgelassen, um mich einen schwachen Ausdruck zu bedienen. Aber wir haben, nachdem das in Ordnung gebracht worden ist, scheinbar in Ordnung gebracht worden ist, in den objektiv realen Verhältnissen des Kapitalismus einen Sprung. Jetzt stimmt's dort nicht. Die Studenten haben wir nun zum Vorübergehen, zum Schweigen gebracht. Jetzt gibt es aber nun die vielen Krisen und die vielen Gesichter und Facettierungen der kapitalistischen Krise. Das heißt, im objektiv realen Unterbau, ich komme auf diesen Ausdruck gleich zu sprechen, im objektiv realen Unterbau zeigt sich eine enorme Antithesis der Sache selbst. Es stimmt nicht, es spricht also in einem Wort die Krise, das heißt die Unangemessenheit des Überbaus, des gesellschaftlichen Überbaus, anschließend der Ökonomie, der man dann zum Überbau rechnen kann, vorübergehenderweise, die Unangemessenheit zu dem, was eigentlich das Profitstreben, das Profitinteresse der herrschenden Klasse bisher und dann nach Adenauer oder zur Zeit des Adenauers glänzend noch zustande gebracht hat. Hier sind sprötlich Risse und Sprünge im Gebälk. Unangenehmster Art, die nicht gut zu machen sind, so einfach. Im nächsten Augenblick, wenn es hier geflickt ist, geht es woanders wieder los. Nachdem wir gar keinen ausreichenden subjektiven Faktor haben, merkwürdigerweise, wenn sich nun diese Krisenhaftigkeit nicht wieder ausbügeln lässt, was nicht ausgeschlossen ist, aber vorübergehend sein dürfte nach unseren bisherigen Erfahrungen, und es tritt ein subjektiver Faktor hinzu, beide materieller Art, jetzt komme ich zum Unterbau, dann sieht die Sache anders aus, als sie heute aussieht. Ich komme nur zu den Kategorien, die ganze Zeit schon in der Luft liegen, Unterbau, Überbau und die von Marx sind. Unterbau ist ursprünglich der untere Teil eines Schiffs. Marx hatte diese Ausdrücke in England gefunden und die Marine mehr im Blickpunkt lag als auf dem Kontinent. Überbau, englisch Substruction, sind die Teile über, also Mast und unter Umständen bei Kriegsschiffen, die Artillerie und so weiter, ist das, was der Schiffsrumpf trägt. Dieses auf die Gesellschaft angewandt bedeutet, die ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse der Schiffsrumpf, auf den es ankommt, mitsamt den Maschinen in ihn drin. Und das andere, die Segel, die bei Maschinen sowieso nicht vorkommen, aber die Masse und die Kapitänskajüte, in der Kurs bestimmt wird und es geistig hergeht, keine Handarbeit mehr ist, wie bei den Matrosen, sondern Kopfarbeit, in dem die Landkarte, die Seekarte berücksichtigt wird und so weiter, dies alles ist der Überbau. Die Substruction des Schiffs und so die Substruction der menschlichen Gesellschaft. Auf der einen Seite also Produktions- und Austauschverhältnisse und Prozesse, auf der anderen Seite die sogenannte Kultur, die Moral, die Kunst, die Religion, die Wissenschaft, die Zeitungen, das Fernsehen, alle Medien, die sich mit intelligenten Sachen abgeben, mit Begriffen, mit Gleichnissen, die alles in der materiellen, grob materiellen Welt der Arbeit, der Fabriken und so weiter und des Geschäftslebens gar nicht vorkommen. Der Widerspruch zwischen einem Lyriker als Schwiegersohn und einem Geschäftsmann als Schwiegersohn, der erscheint auch in der Unterbau- und Überbau-Relation. Dies ist nun wichtig, dass nach Marx, und das darf nicht extrem verstanden werden, Marx oder noch weniger Engels, haben dies je so extrem verstanden, wie es zur Klarheit gesagt werden ist. Nichts ist im Überbau, was nicht vorher im Unterbau war. Und im Überbau ist es zum größten Teil Schwindel, Betrug, Schönfärberei. Man redet von Freiheit,
zum Beispiel der Französischen Revolution, und meint eigentlich Freizügigkeit, weil die beginnende Industrie Ackerknechte braucht und keine Leibeigenen, die in die Scholle gefesselt sind. Deshalb müssen die leibeigenen Bauern Freiheit, Freizügigkeit bekommen. Und es geht eine große, große Idolatrie und Ideenentwicklung für die Freiheit los. Freiheit, die ich meine, die aber eigentlich nur eine sehr bequeme Ideologie für die Bedürfnisse des neu entstehenden Kapitals sind, nach dem Zeitalter der industriellen Revolution. Oder Musik, etwas, wo das Interesse am wenigsten sichtbar ist und daher die Evidenz am stärksten wird. In der Musik haben wir zwei Formen, in der neueren Musik. Und es gibt eigentlich doch keine andere. Denn erst die neuere Musik ist die mehrstimmige Musik, die wir haben. Die anderen Musiken auf den übrigen Teilen der Erde sind einstimmig. Vielstimmigkeit also ist erst seit dem 14. Jahrhundert und ausgebildet im 15. und 16. Jahrhundert eingetreten. In der vielstimmigen Musik, überwiegend europäischer Musik, haben wir zwei große Formen. Fuge und Sonate. Sonate ist als Form dasselbe wie die Symphonie. Die Fuge hat ein Thema und sie arbeitet im Kontrapunkt. Es wird nicht so von oben nach unten gleichzeitig gehört, dass sich Akkorde bildet, sondern es wird horizontal gehört. Die Stimmen laufen horizontal übereinander. Der größten Fugenform, die bei Bach ist, die späteste und die größte, ist es deutlich zu hören, dass hier bis zu 8 Stimmen, alle diese 8 Stimmen, das Thema auf ihre Weise behandeln und kein Akkord gebildet wird. Sonst bleibt kontrapunktisch klar, wie es auch deshalb am besten verschieden instrumentiert. Das dauerte ungefähr bis Mitte des 18. Jahrhunderts. In kapitalistisch nicht entwickelten Ländern dauerte es noch länger. In kapitalistisch entwickelten Ländern war es schon vor der Mitte des 18. Jahrhunderts ausgestorben, dass diese Küstermusik, wie sie mit Beschimpfung genannt worden ist, auch die Bachsche, dass die noch galt. Es kam die Sonate, die Symphonie. Ganz anders. Ja, zwei Themen. Da kommt es keineswegs mehr auf ein Übereinander von Stimmen an. Dieses Übereinander von Stimmen entspricht nämlich dem Übereinander der Stände in der feudalen Gesellschaft. Bauer, Bürger, Edelmann, Fürst, König, Kaiser, Papst. Das ist die mittelalterliche Gesellschaftsschichtung. Und damit spricht das Übereinander der Fuge. Sobald der Kapitalist erscheint, das Individuum erscheint, kommt Tempo in die Sache hinein, Bewegung, Unruhe, Hinstreben nach einem Ziel, wesentlich Profitziel. Das ist die Form der Sonate, ohne die mindeste erkennbare direkte Berührung mit dem Geschäftsleben. Aber es ist kein Zufall, dass die Sonate nach der Sonate und Symphonie sind technisch dasselbe. Die Sonate oder die Symphonie, vor allem die Beethovensche Symphonie und so weiter, in der ja der Krach und der Spektakel und das Streben nach einem Ziel hin, nicht einem kapitalistischen, sondern einem Freiheitsziel. Die Französische Revolution ist ja dazwischen und hört aber dazu. Am sichtbarsten ist, die hat mit der Fuge nichts zu tun, es wird ein Luxus, einen fugalen Satz zu machen. Also, Fuge auf der einen Seite, Sonate, Symphonie auf der anderen Seite, sind nur Dinge, die mit dem Unterbau überhaupt keinen Zusammenhang zu haben scheinen und haben den allerstärksten und pädagogisch am besten zu illustrierenden Zusammenhang. Infolgedessen also, was im Überbau ist, ist nichtig, alles an Inhalt im Überbau kommt im Unterbau schon vor. Der Überbau empfiehlt sich nun nicht nur als Überbau, sondern vor allem als Ideologie. Man kann nämlich vorzüglich damit betrügen, unter Umständen noch subjektiv ehrlich am Anfang. Aber später wird es klar, da ist nicht mehr Adam Smith der Mann, der die Sache bestimmt, sondern heißt Goebbels. Materie hat nun doch sichtbar ihre Qualität, kann man schon sagen, verändert. Es ist nicht mehr Druck und Stoß. Und die Träger von Druck und Stoß sind keine Steine oder Maschinenteile oder greifbare Gegenstände überhaupt. Das Materie also dieses ist, was man mit den Händen fassen kann, was ein Gewicht hat und so weiter, sondern es sind ökonomisch-gesellschaftliche Grundlagen, Unterbauten.
die doch alle Verstand schon voraussetzen, um sie zu bilden, die doch eigentlich auch zum Überbau gehören, so wie Kunst oder gar am fernsten Ende Religion oder Ethik oder Literatur, also ich habe schon Kunst genannt, aber an sich gehören sie auch dazu wegen des großen Anteils von Kopfarbeit in ihnen. Aber immerhin, man sagt materielle Produktion, materielle Vorgänge und findet keinen Widerspruch, dass gegen ideelle Vorgänge abgegrenzt wird, wenn man materielle Vorgänge auch ökonomische nennt, ökonomisch-technische und so weiter. Und ich habe schon gesagt, dass durch Marx die Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist, in diese ökonomischen Vorgänge hinein, wobei es nach Engels Sprünge gibt. Das ist nun wiederum ein völlig neues gegenüber dem alten mechanischen Materialismus. Engels gebraucht den Ausdruck Starting Point, also Umschlagspunkt, nämlich vom Atom zur Zelle, von der Zelle zum mehr zellhaften Organismus, hier als Pflanzen, dort als Tiere sich auswickelt, dann der Sprung zum Menschen, ein ungeheurer Sprung, rein biologisch, dass sich ein Lebewesen auf den Verstand setzt und mit ihm arbeitet, sich selbst reflektiert, Bewusstsein und sogar Selbstbewusstsein haben kann, alles was den Tieren das letzte Mal liegt, deutlich fehlt, von den Pflanzen ganz zu schweigen. Und innerhalb dieser Menschenschicht nun, im Verlauf von einer Million Jahre etwa, so lang ist es, in 8.000 bis 10.000 Jahren sich der Homo sapiens herausbildet. Wieder mit einem Sprung, zunächst als Homo economicus, ein Ausdruck von Adam Smith. Es ist also mit economicus etwas zur Erscheinung gebracht worden, mit dem Homo economicus, wozu es meilenweit und astronomische Entfernungen geradezu im Denken nötig sind, um das mit einem Stein zu vergleichen. Wie mechanischer Materialismus, wo Gehirnwindungen einer breichen Masse plötzlich das erscheinen lässt, ein Homo economicus, und dann noch die ganze Fülle der gesellschaftlichen Verhältnisse und Kulturen und des Reichtums oder auch der Armut, je nachdem, in einzelnen Zivilisationsformen, dann losbricht durch den Homo economicus und den Homo socialis und Homo cultivatus, wenn man so sagen kann, der dann Kultur bildet. Da gibt es 5 bis 6 bis 7 bis 8 Starting Points. Die letzteren werden von Engels kaum mehr entwickelt, weil der mechanische Materialismus doch noch in dem Punkt nahesteht und beim Homo economicus am liebsten aufhören möchte. Aber vom Homo economicus, der Ausdruck von Adam Smith, von dem Begründer der bürgerlichen Nationalökonomie und vorher von Marx, in dem Punkt. Der Homo economicus ist ein Punkt, von dem der Sprung nun dialektisch weitergeht und sich entwickelt. Dies ist nun dialektisch-historischer Materialismus, wobei die entzaubernde Formel, die ich zuerst bemüht habe, als wir anfingen zu sprechen, nämlich dass sie eine Brechstange ist im mechanischen Materialismus, mit der Formel nichts als. Die entwertende Formel, die detektivische entwertende, herabsetzende Formel, die hört auf, allein wirksam zu sein. Es handelt sich nicht darum, dass man alles herunteranalysiert auf den Unterbau, sodass er aus dem verstandenen Prozess des Unterbaus versteht, wieso es zu dem Überbau gekommen ist. Das ist eine Entscheidung, die in der Physik bereits Galilei gemacht hat, innerhalb physikalischer Gegenstände. Nicht nur die resolutive Methode ist wichtig, dass ich nämlich Erscheinungen ihrer einzelnen Vorgänge auflöse und auf diese Weise die Ursachen herausfinden, sondern ebenso die kompositive Methode. Das ist nämlich der Einsicht, der analytische Einsicht in die einzelnen Bewegungsursachen, den ganzen mechanischen Prozess nun, der sich hier vor mir abspielt, bei Galilei mechanisch, dass ich den voraussagen kann. Das voir prévoir wird. Das ist die kompositive Methode. Die gibt's auch nach Engels dann in der Geschichte. Das heißt, Zukunft kommt nicht mehr wie ein angebliches Schicksal völlig aus dem Nichts herauf auf uns zu, sondern die Zukunft wird planbar, wird berechenbar mittels einer vorausschauenden Methode,
so kann man wissen, es wird das und das und das und das mit höchster Wahrscheinlichkeit oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit, aber immerhin nicht blind über uns herbrechen wie ein Schicksal, das wird eintreten. Durch die neue Methode, die dadurch möglich ist. Alles Dinge, die vom mechanischen Materialismus völlig sinnlos sind, schon deshalb, weil es innerhalb der mechanischen Bewegung ja grundsätzlich gar nichts Neues gibt. Es wiederholt sich immer, ein Stein fällt, eine mechanische Bewegung wiederholt sich jedes Jahr, die Erde dreht sich fest nach Keplerschen Gesetzen um die Sonne. Unter dieser Sonne, unter der mechanischen Sonne, gibt es wirklich nichts Neues, es sei denn in außerordentlich langen astronomischen Zeitläufen. Während in der menschlichen Geschichte es explodiert von Neuheiten, wenn keine unfruchtbaren Zeiten sind, wie zum Beispiel streckenweise unsere eine solche zu sein scheint. Aber auch dies mag Täuschung sein. Das Neue also gehört dazu, aber das Neue, das zugleich vorhersehbar ist, antizipierbar ist, bei dem die schlechten Wirkungen verhindert werden können, gegebenenfalls, wenn man genug Einsicht hat, und die guten befördert werden können, die ohne den subjektiven Faktor des revolutionären Menschen sonst nicht eintreten würden. Es kommt sehr oft vor, dass ein großer Moment ein kleines Geschlecht findet. Es kommt auch ebenso vor, dass ein kleiner Moment ein großes Geschlecht findet. Wir heute haben vielleicht diesen Zustand. Jedenfalls, dieser Widerspruch kann immer wieder von Zeit zu Zeit aufgehoben werden, dass der große Moment, das Geschlecht, das ihn erlebt, miteinander in ihrem Widerspruch wie in ihrer Zukunftsvision einig sind. Dabei hätten wir nun mit dem Wort Zukunftsvision, einem von vornherein verdächtig klingenden Wort, wie es scheint, hätten wir nun den dritten Teil erreicht, nach dem mechanischen Materialismus, nach einer kurzen Skizze des ökonomisch-gesellschaftlichen Materialismus. Was ist nun die Beziehung von Utopie zum Materialismus? Ich habe es mit der Voraussage, mit der Planung schon gestreift. Zu dem Punkt müssen wir jetzt übergehen. Punkt 3. Das Rückwärtsgewandte, nicht im reaktionären Sinn, sondern durchaus rebellisch gemeint, das Rückwärtsgewandte liegt der analytischen Methode ohnehin nahe. Ein unangenehmer Gast ist hier ein neu erscheinender, der hinzukommt. In der Vergangenheit hat man alles schön abgeschlossen. Es ist ein Faktum, aus dem das Fieri scheinbar heraus ist, also ein gewordenes, das Wertende heraus ist. So sind Gefahren in dieser Analyse, dass wir auch den Teufel zusammen mit sympathischeren Gestalten, die zu Marxismus und zur Revolution und auch zum menschlichen Glück gehören, dass die gleichmäßig weggefegt werden. Ich meine damit die Geringschätzung des Überbaus. Eine Geringschätzung, die im mechanischen Materialismus noch nicht vorkommt, weil ja von Überbau doch nicht die Rede ist, aber immerhin darin lebt, im historisch-dialektischen aber eine ganz und gar unangemessene Formel dafür finden kann. Nämlich die Formel, wie ich schon erwähnt habe, des Nichts-Als. Kautsky, sonst ein anständiger Mann und streckenweise sogar ein linksstehender Sozialdemokrat seiner Zeit gewesen, mit Ausnahme des Ersten Weltkriegs allerdings, wo sich entschieden hätte, wie links einer steht. Kautsky sagte den Satz, der rückwärtsgewandte, analytisch rückwärtsgewandte, auflösende, durchaus auch entzaubernd gemeinte Satz, der weit über sein Ziel hinausschießt, wenn er es hat. Ich sage jetzt den Satz, so ist denn, sagt Kautsky, die Reformation nichts anderes als der ideologische Ausdruck für tiefgehende Veränderungen auf dem europäischen Wohlmarkt. Jetzt wissen Sie, was die Reformation war. Einschließlich wahrscheinlich auch der Bauernkriege und Thomas Münzers, warum denn nicht? Es ist also, indem jetzt die Veränderungen auf dem europäischen Wohlmarkt des Pudels Kern sind, überhaupt der Gegenstand der Untersuchung verloren. Es ist gar nicht mehr von Reformation die Rede oder von Bauernkriegen die Rede, die uns mehr angehen, sondern es sind die tiefgehenden Veränderungen vom europäischen Wohlmarkt allein das Thema der Stunde und des Tages und des 16. Jahrhunderts. Das heißt, man schäumt und man raubt und räumt alles ab, was nicht in den Stoff einer
absolut vulgärmarxistischen, vulgärökonomistischen Unterbaurealität gehört. Dies darf nicht eintreten, es darf an dieser Stelle aber auch kein Tribut an den Idealismus derart gemacht werden, dass die ganze Überbaulehre wieder verschwende, sondern es müssen die Vermittlungsglieder marxistisch untersucht werden, die zwischen tiefgehenden Veränderungen auf dem damaligen europäischen Wollmarkt und den ideologischen Vorgängen der Reformation möglicherweise verstanden haben. Ob sie sehr wichtig sind zum ideologischen und durchblickenden und selbst detektivischen Verhältnis zur Reformation, das glaube ich nicht. Jedenfalls, sie sollen nicht abgewiesen werden. Aber die Zwischenglieder sind sehr zahlreich und ich brauche nicht an das Beispiel noch einmal zu erinnern. Fuge hier, Sonate, Sinfonie dort. Welche Zwischenglieder zwischen dem europäischen Wollmarkt und der Feudalgesellschaft der Fuge hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Sonate und der Symphonie im Zusammenhang mit dem beginnenden Kapitalismus und so weiter bestehen mag. Viele Zwischenglieder sind dazu notwendig, damit es zu einer Beethovenschen Symphonie kommt und vorher zu einer Bachschen Fuge. Dies hebt auch das auf, dass schließlich das, was uns ergreift und ergriffen hat, in Kunst, in großen Gedanken, in kanonischen Gestalten, ethisch hervorstechenden Figuren und Handlungen der Geschichte, dass dieses vor dem Dreck des Vulgärmarxismus, und es ist Dreck, mehr als Marxismus selbstverständlich, der nicht dazu gehört, aber das Vulgäre, das hier eingefügt wurde, mit der Bier macht keiner was vor, dass dieses nicht übersteigert wird. Und damit natürlich gar nichts zu tun hat, dass aus der Hass und der Abneigung gegen Kopfarbeit, gegen Begriff, gegen Theorie und so fort, der bei den Leiter Gottes auch Präsidenten jetzt im Schwanger ist, sich auf sowas nicht berufen darf. Das ist selbstverständlich dringend nötig. Marxismus besteht nicht aus Reduktion auf die ökonomische Basis, sondern Wechselwirkung der ökonomischen Basis mit dem Überbau, soweit er nicht Betrug ist, sondern Kultur. Und Wechselwirkung wieder der Kultur mit dem Unterbau. Dies muss festgehalten werden. Nun, eine äußerst stringente und in die Augen fallende und den Menschen berührende und betreffende Berührung mit Zukunft besteht nun in der Utopie. Die Utopie ist an sich nichts als ein Wunschtraumgebilde, abstrakt von Haus aus, ein sich ausdenken wollen, von Tagträumen, ohne Bedürfnis, sie zu prüfen, auf ihre reale Gültigkeit, auf ihre Vermittlung vor allen Dingen. Das ist abstrakte Utopie und hat insofern nicht ganz mit Unrecht eine schlechte Presse. Auf der anderen Seite ist die Utopie, vor allen Dingen die sich Anfang des 20. Jahrhunderts bei Owen, bei Fourier, bei Saint-Simon ausgebildet habende, und vorher auch bei Thomas Morus und bei Campanella, hatte Utopie einen anderen Zug, indem sie den ihren Fahrplan der Tendenz angibt, in Form von einem vorgemalten, glücklichen gesellschaftlichen Zustand auf einer fernen Insel. Im 17. Jahrhundert, bei Owen und Fourier und Saint-Simon, nicht etwa geografisch entfernt auf einer Insel, sondern in der Zukunft, in der Zeit, nicht im Raum liegend. Diese Utopie von den großen Utopisten, vor allen Dingen Owen und Fourier und Saint-Simon, bezeichnet Engels als Vorläufer des wissenschaftlichen Sozialismus. Sozialismus ist der Fortschritt von der Utopie zur Wissenschaft. Aber in der Utopie, in der noch abstrakten Utopie, sind die Richtungen und Linien angelegt. Alles nach Engels. Und Marx hat dem nicht widersprochen. Das ist die abstrakte Utopie. Aber es erschöpft sie nicht. Marx hat nun die Utopie von Owen, Fourier und Saint-Simon und auch die früheren genau wie die Hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt, weshalb ja auch Lenin deutlich in dem einen Satz und undeutlich an anderen die drei Quellen des Marxismus darin sah: deutsche Philosophie, englische Ökonomie und französische Vorausberechnung der Zukunft, französische Revolution und ihre Utopie. Sind Quellen und Säulen auch festere Bestandteile und Bestimmungen als der Quells allein, Säulen des wissenschaftlichen Sozialismus.
Auch hier ist nur die Frage, wie steht es dann mit der Materie? Und es ist wichtig, dass ein Bogen geschlagen wird zwischen dem wissenschaftlich und philosophisch geläuterten und geprüften Begriff der Utopie, die aufhört, also völlig aufhört, ein Schimpfwort zu sein, sondern eine Erkenntnisart darstellt, zwischen dem und der Substanz des Geschehens, zu der die Utopie dann gehört, also der Materie. Ich nannte ein Kapitel in einer Schrifttype in der Einleitung in die Philosophie, der Bogen zwischen Utopie und Materie. Ein schwieriger Bogen zwischen beiden. Und Materie kann natürlich die eine Seite des Bogens nicht bilden, den Handpunkt, den Fußpunkt, nicht bilden, wenn man den mechanischen Materialismus nimmt, wo Materie nur in Form von Klötzchen vorkommt oder riesigen Materieansammlungen in Planeten, in Gebirgen und so weiter und glühend heiß und radioaktiv bis zum Exzess in den Fixsternen. Diese Materie ist auch eine und gehört zur Physik und hört in das riesige Gebiet der Natur hinein. Die Materie, von der im Marxismus gesprochen wird, ist die Materie um uns herum und die zweite Natur, zum großen Teil, die wir gemacht haben, also die technisch beeinflusste. Wie kann aber auch für diese zweite Natur, die doch auch aus mechanischen Gesetzen gebildet worden ist und vor sich geht, ohne Entwicklung der Naturwissenschaft hätte es keine industrielle Revolution gegeben, wie kann die zu etwas so nicht nur überbauhaften, sondern schlechthin versponnen und gegebenenfalls sogar irrsinnig anmutenden Wesen wie Utopie? Und Fourier war ein Mann, der schizophrene Züge hat. Und trotzdem ist ein großer abstrakter Utopist. Wie kann dieser Bogen zwischen so scheinbar völlig unvereinbarem geschlagen werden, Utopie und Materie? Also ich sagte, in dem mechanischen Materiebegriff auf keinen Fall. Aber auch nicht in dem Hegelschen Materiebegriff eines Hegel, nicht der reale Hegel, der Materie als die Sache bezeichnet hat, die keine Wahrheit hat. Sollte Hegel, wie er von Marx und Engels rezipiert worden ist, der dialektisch-historische Hegel und die Materie dazu, die in dem Fall bei Hegel Geist heißt, aber Geschichtsstoff ist, Geschichtsmaterie ist. Wie kann die dazu bezogen werden? Auch nicht ganz einfach. Wenn ich nicht den Klötzchenbegriff der Materie völlig ausschalte und wenn ich die verschiedenen Starting Points, die Engels angibt, nicht noch übersteigere, über den ersten Punkt vor dem Starting Point, wo aus dem Klötzchen wirklich ein chemischer Vorgang wird, der schon etwas anders aussieht als der bloß mechanische. Und dann der ökonomische Vorgang, der wieder anders aussieht wie der chemische und wie der biologische auch noch zusammengenommen. Und so weiter. Nämlich die Unabgeschlossenheit der Welt, die Tendenz und zugleich Latenz, in der sich der Weltprozess noch befindet. Er selber ist voll Realutopie. Er selber ist voll Realallegorien, voll Realsymbolen. Die Naturschönheit ergreift uns wie ein Versprechen von etwas. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir könnten auf keineswegs bloß poetisch-lyrisch verblasene Weise von dem scharfsinnigen Kant nebeneinander gestellt werden. Was trifft uns denn in der Naturschönheit und Naturerhabenheit? Ein Versprechen von etwas. Was ist denn der bestirnte Himmel? Dass er eine Sammlung von Fixsternexplosionen ist, das wissen wir. Aber es reicht nicht aus dafür. Und es muss sehr umgerechnet werden. Aber dann kommt in der Rechnung was anderes heraus, als das, was die bloße Astronomie, bloß, das sage ich mit Absicht, weil sie mechanisch ist, bloße Astronomie uns zu sagen gibt. Was ist also mit Naturschönheit, Naturerhabenheit? Was ist mit dem ungeheuren Überschuss über das Gewollte, das doch die Geschichte der Kultur ebenfalls aufzeigt, über die bloße Ideologie hinaus, auch noch über die nicht betrügerische Ideologie hinaus. Was ist mit dem und wie verhält sich nun eine Materie? Hat sie sich verhalten, ihren Begriff,
gegenüber diesem Anspruch des Utopischen, des Real-Utopischen in der unabgeschlossenen Welt. Hier ist nicht mehr Demokrit und nachher mit stark nachlassender Qualität ein Philosoph dritten, vierten und fünften Rangs Lametri oder Holbach. Bei Lametri und System de la Nature bei Holbach zur Zeit der französischen Revolution ein rein mechanischer Materialismus ausschlaggebend, sondern wir erinnern uns hier an den großen Vermächtnishinterlasser Aristoteles, bei dem Materie dreifach definiert wird und vorkommt. Erstens, mechanisch ja, wesentlich als das Störende. Das, was wirklich mit dem Unterbrechenden und uns Ablenkenden und Übelschwierigen zu tun hat. Last und Mühe, die allein schon mit dem Wort schwerer bezeichnet ist, der Last auf unsere Schultern drückt. Das ist das eine. Und damit hängt auch das scheinbar Zufällige zusammen, das mechanisch gar nicht zufällig ist. Ist alles nach mechanischen Sätzen, geht alles vor sich. Aber im Zusammenhang der menschlichen Gesellschaft erscheint dann etwas so mechanisch vor sich gehendes doch als zufällig, und zwar als schlimmer Zufall, leider meistens, oder als glücklicher Zufall. Wenn ein Sturm einen Baum auf einer Anhöhe umwirft, ist das ein Zufall für den Sturm und für den Baum. Die Bewegung des Sturms ist meteorologisch genau bestimmt. Und die meteorologische Bewegung weiß von dem Baum gar nichts. Die Erzeugung des Baums und Entstehung des Baums an dieser Stelle, aus einem von einem Vogel hierher geschleppten Samenkorn vor 100 Jahren, ist ganz und gar nicht zufällig. Wieder mechanisch. Dass aber die beiden sich treffen und sich überschneiden und durchkreuzen, das erscheint uns als ein Zufall. Dieser letzte Zufall hat mechanische Wurzeln und Quellen, aber ist ganz ungeleitet und eben selber rein zufällig, dass ausgerechnet hier ein Baum steht, wo der Sturm wieder hinkommt, der Orkan hinbläst. So will ich sagen, also das ist das Simple Because, wie Aristoteles es nennt, das Zufällige, das Unregelmäßige, das von der Materie hier noch in negativen Sinn gebraucht hineinkommt. Aber es gibt zwei andere Definitionen der Materie bei Aristoteles, die entscheidend sind und die mit der Utopie schon deutlicher und auf nie bemerkte Art zusammenhängen. Das eine ist bezeichnet durch das griechische Kata, to dynaton, und das andere durch das leider ebenfalls griechische Dynamaion. Kata to dynaton, als Eigenschaft oder als Wesenheit, besser gesagt, der Materie heißt nach Maßgabe der Verhältnisse. Die Materie ist die Maßgabe der Verhältnisse, nach der etwas eintreten kann. Also bereits ein geschichtsphilosophischer Satz, die Bedingungen müssen reif sein, die Bedingungen müssen aufhören, bloß partiale zu sein, damit sie eine ausreichende Ursache geben für das, was erscheint. Aber der schon erscheinende Schoß dieses sich Veränderns liegt in der Materie mit der Wirkung kata to dynaton nach Maßgabe des Möglichen. Das Mögliche ist vorausgesetzt, und der Materie ist die Substanz des objektiv real Möglichen. Deutlicher ausgedrückt in der dritten Bestimmung der Materie, wenn ich die erste weglasse, den Zufall ist es die zweite, dynamaion, in Möglichkeit sein heißt das. Die Materie selber ist das in Möglichkeit sein. Sie selber ist unabgeschlossen, dieselbe ist Materie nach vorwärts, ist offen, hat eine unabsehbare Karriere vor sich, in die wir mit eingeschlossen sind, ist die Substanz der Welt. Die Welt ist ein Experiment, das diese Materie durch uns mit sich selber anstellt. Also die wichtigere Bestimmung der Materie bei Aristoteles ist bezeichnet durch den Ausdruck dynamaion, wie ich sagte, das in Möglichkeit sein. Und etwas schwieriges Deutsch für eine nicht so schwierige Sache, so sehr schwierige Sache. Objektiv reale Möglichkeit ist also nicht nur
ein Zustand, in dem Menschen sich befinden, gegenüber einer Sache, die sie nicht kennen. Es ist möglich, dass die Luise zu Hause ist. Da kann sie zu Hause sein und nicht nur, ich weiß es nicht. Sondern Möglichkeit ist auch, wie ich auszuführen, zu analysieren, versucht habe, im Prinzip Hoffnung, ist auch ein realer Zustand, in dem sich Vorgänge und keimende Inhalte, schon im Keimenden steckt das da drin, keimende Inhalte in der Welt repräsentieren. Objektiv, real möglich, partial bedingt, es muss der subjektive Faktor hinzukommen, damit das Mögliche bereichert wird, noch um Bedingungen, also verwirklicht werden kann. Das Mögliche ist eine in der Geschichte der Philosophie immer stiefmütterlich behandelte Kategorie. Ich halte sie für sehr wichtig, ich halte sie auch im psychologischen Sinn für sehr wichtig, wenn sie auf Menschen angewandt wird. Das kann sein, das Vorausträumen ist nicht dazu unbedingt notwendig, aber gehört dazu, ist der Zustand von Jugend, der Zustand von Wendezeiten und der Zustand von Kreativität. Dass ein Neues geschaffen ist, das bisher noch nicht gibt, aber das fällig ist, das möglich ist. Ein noch nicht bewusstes, dem ein noch nicht gewordenes auf der objektiven Seite entspricht. Beides gehört zur Möglichkeit. Und das Substrat dieser Möglichkeit ist die Namaion. Das in Möglichkeit sein, also der offene Grundstoff der Welt, der noch zu seiner Gestalt kommt. Wir waren nah dran. Ich habe das Wort Traum öfter gebraucht. Ich meinte dabei nicht den Nachtraum, sondern den Tagtraum, der ja äußerst stiefmütterlich behandelt wird von der Psychoanalyse. Bei Freud nur als Vorstufe des Nachtraums gilt. Der Tagtraum, während er von Grund auf etwas anderes ist, keine Zensur hat und der Ort ist, aus dem alle großen künstlerischen, religiösen und zum Teil auch moralischen Gebilde und alle Ideen und Ideologien im guten Sinn zur Weltveränderung, zu einem schöneren, einem besseren Leben ihren Platz haben, der geprüft und berichtigt werden muss, aber durchaus in der Welt vorkommt, und diesem Tagtraum gegenüber, der nicht aus herabgesunkenem, einmal Bekanntem besteht, das nur traumatisch nachwirkt aus der Kindheit oder aus schlechten Jugendeinflüssen, wie bei der Psychoanalyse, wie bei Freud, wo das nicht mehr Bewusste, völlig das noch nicht Bewusste verdeckt, sondern dieses als noch nicht Bewusstes ist ein Zustand, den jeder junge Mensch kennt und der medizinisch hervortritt als Frustration, als Frustration, als Vereitelung. Ich verstehe nicht, wieso die Psychoanalyse nicht diese andere Seite, die Seite des Aufgangs, des verhinderten Aufgangs, des verhinderten Hellwerdens, des Erreichens eines Ziels, der Verzweiflung am Mangel eines Ziels und alle diese tausendfachen Ursachen von Neurose, Psychose, Depression, Nihilismus, wieso das nicht studiert wird, sondern alles auf die schlechte Kindheit oder die Ereignisse im Mutterleib zurückgeführt wird. Hier also haben wir das riesige Gebiet des Potenziales, des Potenzialischen, der Potenz auf dem subjektiven Faktor, der Potenzialität auf dem objektiv-realen Faktor, die alle Unterstützung brauchen und alle einen immer wieder neuen Antrieb brauchen, damit der Weltprozess subjektiv nicht in Verzweiflung und objektiv nicht Nihilismus endet. Stattdessen stillschweigend auf dieser Seite und eine Idolatrie in das Gewesene und in die Gleichung, dass Wesen gleich Gewesenheit ist, was weit entfernt ist. Wesen ist Werden, heraufkommen, Gesicht bekommen, Gestalt bekommen, die noch nicht da ist, aber sich erst bildet. Hier ist nun die Substanz dieses Vorgangs, das, was materiell sich bewegt, Hoffnung oder Verzweiflung über das Kommende oder Nichtkommende. Jedenfalls etwas, was an der Front des Weltprozesses in ihren Perspektiven sich zuträgt und seinen Inhalt hat in einer Materie, die man Materia Ultima nennen könnte, nämlich die dann hervortritt als die Substanz der ganzen Sache, das herausgebrachte Rätsel dieses Prozesses um etwas, dieses Ringens um ein Gesicht, dieses Ringens um Gesichtwertung von Dingen und von dem riesigen Arsenal von Möglichkeiten
zudingen, das in der Welt sich vorfindet. Das ist die letzte Kategorie, die zwei Seiten hat, also die Damaion, sowohl die Gefahr, in nichts zu enden, wie so viele unserer Tätigkeiten im Kleinen ja schon zeigen, aber auch die Möglichkeit, die Hoffnungsmöglichkeit, wenn wir uns daran halten, zusammen mit der Tendenz und Latenz, mit dem Trend und mit der Verborgenheit, die hier vorliegt, von etwas Wesenhaftem, was das Licht ringt, noch nicht da ist, die Verbindung beider, der Potenz und der Potentialität, die haben ihren Ort und ihre Substanz nun in dem Weltstoff, ich gebrauche das Wort Materie jetzt nicht mehr, sondern ich sage Weltstoff, weil der noch unbestimmter ist, wozu es ankommt. Wahrheit ist hier Ausdruck von Präzision. Denn etwas, das noch nicht bestimmt ist, kann auch nicht präzis bestimmt werden, ohne man verfälscht es. Ist neue Ideologie. Also Wahrheit, präzise Wahrheit, ist notwendig, um dieses Heraufkommende, dieses Neue, dieses, was Materie als Substrat letztlich auch noch hat, zu bezeichnen. Beides hat nun etwas, was ich an anderer Stelle, und den Ausdruck möchte ich nicht unterschlagen, bezeichnet habe mit Kälte und mit Wärmestrom des Marxismus. Damit komme ich an den Anfang zurück. Kältestrom ist im Marxismus durch seine Kühle, ich begann glaube ich mit diesem Wort, seine Nüchternheit, seine sich kein X für ein U vormachen lassen, seines Misstrauens gegen jede Ideologie und seine Zurückführung so weit möglich, besonders großer aufgebauschter Vorgänge, auf ganz einfache Ursachen, zu deren Verschönerung diese großartige ideologische Aufbauscherei gehört hat. Dass dieses nun aufgehoben wird und man kalt und sachlich in die Welt hineinblickt und sich keinen Betrug mehr erlauben lässt, der an einem selbst und seinen Interessen geliefert wird, Interessen der Unterdrückten, Interessen der Erniedrigten und Beleidigten, der mühselig und beladen, aus denen doch die Mehrzahl der Menschheit besteht, mit einer ganz dünnen und höchst fragwürdigen sogenannten Oberschicht, das ist der Kältestrom des Marxismus. Der Wärmestrom, der sehr vernachlässigt ist und weiter nicht aufhört, vernachlässigt zu sein, ist das Licht dabei aufgeht, dass es große Kategorien gibt, die uns betreffen, dass marxistisch gesprochen wird, dass der Unterdrückte und auch der Nicht-Unterdrückte, aber sich verantwortlich fühlende, sagt von Marx und Marxismus, woher weiß der das von uns, der es uns angeht, uns ergreift, nicht nur betrifft, sondern uns ergreift. Eine Hoffnung bedeutet und Nahrung für ein neues Feuer der Hoffnung geben kann. Wie in der russischen Revolution und wie vorher, wie in jeder Revolution, in der französischen und in den Bauernkriegen auch, dass aufwärts geht, dass Aurora in der Welt ist und nicht nur Niedergang, nicht nur Entsagung und Enttäuschung. Und geschlagen ziehen wir nach Hause, haben die Bauern gesungen, 1525 nach der Schlacht im Frankenhaus, die das Ende der Bauernrevolution bedeutete. Geschlagen ziehen wir nach Hause, unsere Enkel fechten es besser aus, dass die Flagge an den Mast genagelt wird, wenn das Schiff untergeht. Und dass selbst wenn wir zugrunde gehen, wir nicht widerlegt sind und auf neue Hände gewartet wird, das kommt. Dies ist der Wärmestrom im Marxismus, der leider Gottes sehr wenig zu seiner Propaganda, seiner Verbreitung und seiner Ergreifung beigetragen hat, wie es in allen revolutionären Zeiten aber war, zuletzt in der großen russischen Revolution von 1918 und weiter, um dann zugrunde zu gehen. Aber die Sache selbst geht nicht zugrunde. Sie liegt in der Tendenz und in der Latenz offensichtlich da. Lässt sich nicht abspeisen, lässt sich nicht unterschlagen, lässt sich nicht banalisieren und lässt sich nicht theologisieren an der anderen Seite, sondern hört zur Immanenz unseres Daseins. Und auf dieses kommt es an. Ich gebrauchte dafür den Ausdruck, transzendieren ohne Transzendenz. Kein Jenseits. Auch kein Jenseits der Beschwerde und auch kein Jenseits der Welt in einer Überwelt. Und keine himmlischen Drohnen und keine Obrigkeit, doch auf den himmlischen Drohnen dazu. Kein Jenseits. Aber transzendieren. Und zwar transzendieren hinein in unsere Immanenz. Nicht in die Transzendenz transzendieren. In sie hinein transzendieren und hier ein neues Feuer schlagen und die Bestandsaufnahme in der Philosophie durchsetzen. Was das noch nicht ist,
was reale Utopie ist, was konkrete Utopie ist, ein Begriff, das zum ersten Mal in dem Zusammenhang geprägt wurde und missbraucht worden ist, was konkrete Utopie ist und was ein Sein wie Utopie ist, als fernste Form und als praktischste Form auf der subjektiven Seite Glück, das ist der Hoffnungsinhalt. Auf der subjektiven Seite Glück, auf der sozialen Seite Solidarität und Möglichkeit zum aufrechten Gang und Orthopädie des aufrechten Gangs, den wir als Menschen zu haben haben. Und auf der naturhaften Seite ein Objekt, das nicht mehr behaftet ist mit einem uns Fremden, sondern ein Objekt, das Bestandteil und Baustein ist für das uns Allernächste, für das in aller Menschen Mund allzu oft ist, in dem noch niemand war, nämlich als Heimat. Das ist Marxismus.